So, da sind wir wieder bei Tomb Raider Underworld. Und wir sind im Rage-Modus. Wir müssen auf das Schiff. Also klettern wir mal da hoch. Komm schon, geht es auch schneller? Okay, so da hoch. So, wo müssen wir hin? Erstmal holen wir uns ein Medikit. So, was haben wir für Waffen? Wir haben immer noch unsere Harpune dabei, das ist blöd. So, wo sind denn alle? Da hätten wir einen. Kannst du da nicht hoch? Ah, schlecht. So, wie weicht man nochmal aus, wenn ich das nur so genau wüsste? Lauf doch. Ah, so. Okay, den sind wir losgeworden. Was war das? Okay. So, da springst du mal hoch. Da hoch. Cool. Wie habe ich das gemacht? Feuer? Siehst du richtig. So, wohin? Dahin? Darüber? So, jetzt versuche ich nochmal so ein Rad. Ihr habt mir gesagt, man müsste einfach die Leertaste gedrückt halten. Ah! Oh, elegant. Grazie. Das machen wir öfter. Wow. Krieg dich mal ein. Gerade wollte ich noch auf die V-Taste drücken, da war sie schon tot. Okay, erster Fail. Ich bin noch niemals gestorben an der Stelle. Oh cool, gut zu wissen, die Dinger kann man kaputt schießen. Oh lol. Oh lol, was war das denn? Das war Fail. Aber in vielen anderen Spielen wären wir jetzt tot. Lara kann schwimmen. Ah, eine filigrane Fail-Folge. Ach komm. Was ist denn das? Jetzt fällt sie auch noch fast um. So. Jetzt da mal hoch. Komm schon, mach schnell. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Aber ich bin froh, dass wir die Lags wegbekommen haben. Ich habe die Fraps-Einstellungen auf 30 FPS gestellt. Vorher waren sie auf 50. Vielleicht hat das meinen Rechner überlastet. Ich weiß es nicht. Whoop. Traumhaft. So, jetzt müssen wir den ganzen Müll hier nochmal hochklettern. Wieso kann sie sich da nicht festhalten? Ah. So. Ach, komm schon. Rupp. Oh, ich finde das göttlich. Rupp. Oh, und ich finde die Musik gerade göttlich. Oh, da ist noch ein Medikit. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch mitgenommen. Gibt es irgendeine Möglichkeit rauszufinden, wie viele wir davon noch haben? 5K. Was tust du, Lara? Was tust du? Hm? KK.
War's das jetzt? Okay, die zwei werden wir los. Da hinten sind noch welche. So, die wären wir auch losgeworden. Ich erinnere mich, glaube ich, dass hier irgendwo ein Medikit war. What the fuck? Was hat denn der für eine Monsterwaffe? Ah, hier ist das Medikit. Das nehmen wir mit. Und dann springen wir mal hier runter. Irgendjemand hat mir gesagt, dass man einen geilen Move macht, wenn man sprintet und dann rennt, aber scheinbar stimmt das nicht. Wenn man sprintet und dann rennt, genau. Nein, wenn man sprintet und dann springt, natürlich. Zwei Medikits nur noch. Oh, Jungs, 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 macht euch frisch! So, Medikit. Durchkämmt das Gelände! Oh, wenn ich nur dieses scheiß Ding treffen würde, kann man hier irgendwie ein Fadenkreuz ein... Wie in der Schießbude, wie in der Schießbude. Aber ich wollte eigentlich diesen Kanister killen. Ja genau, jetzt fliegt er in die Luft. Ganz klasse, ganz großes Kino. So, das sieht doch sehr verdächtig nach Gegnern aus. Hab ich's dir gegeben, Mann. Hab ich's dir gegeben. Gut, Sprinkleranlage ist angegangen. Halleluja, es wird nass. Und ja, es war eine big Explosion. Und hier bin ich wohl falsch. Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probenglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Jacqueline Nadler, Sie wollen wohl ewig leben. Das muss gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Wir haben nicht viel Zeit. Überleg dir also gut, was du fragst. Was wissen Sie über meine Mutter? Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts.
Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Niflheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niflheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. 17. Breitengrad. Okay, das war Nadla und wir haben ein neues Ziel bekommen. Thailand. Da müssen wir jetzt hin, aber erstmal müssen wir von diesem Khan entkommen. Und alles brennt schon wieder. Ah, eine Zerstörung hier. Geht's hier vielleicht durch? Wunderbar. Oh, wow, 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 wow. Schön vorsichtig. Oh. Wow. Nicht übertreiben. So, wo geht's jetzt hin? Da hoch. Das Schiff steht jetzt auf der Seite, wenn ich das richtig sehe. Glaube ich zumindest. So, eine Leiter. Dass Lara solche banalen Sachen überhaupt benutzen kann wie Leitern, hätte ich nicht gedacht. Ah, so viel Zeit muss sein. So, wo geht's hin? Da hoch. Komm schon. Kletter. Jetzt geht's vielleicht noch höher hinaus oder so? Nein. Ah, verstehe schon.